Es gibt einen genialen, aber einfachen Klaviertrick, den die Weltstars immer wieder anwenden. Der Klang, der damit entsteht, ist einfach so super schön und geht sofort ins Ohr, dass damit schon unzählige Hits geschrieben wurden. Mit diesem Video wirst du diesen Trick kennen und spielen lernen, und zwar anhand von drei weltberühmten Hits, welche wir im Verlauf dieses Videos zusammen anschauen werden. So, dann legen wir los an den Tasten. Wir beginnen mit einer Beispiel-Akkordfolge, auf der wir dann Schritt für Schritt diesen genialen Klaviertrick aufbauen und spielen werden. Wir haben die Akkorde C-Dur, G-Dur, A-Moll und F-Dur. So als Basisversion oder als normale Version könnte man die so spielen, in der sogenannten Grundstellung C-Dur, G-Dur, A-Moll und F-Dur. Ja, und was dann oft gemacht wird, ist in der linken Hand den Grund und dazu spielen, ein Begleitmuster. So kriege ich eine schöne Begleitung, klingt gut, aber das ist natürlich nicht der Klaviertrick, der geniale Trick, den wir hier anschauen werden, aber auch schon schön. Ja, und so weiter. Wir werden jetzt die Töne anders anordnen. Zuerst einmal spielen wir die Töne nicht mehr in der rechten Hand, sondern in der linken Hand. So. Dann lassen wir fürs erste Mal den Ton E weg, also den Ton in der Mitte in dem Moment, und spielen den nicht hier, sondern eine Oktave höher mit der rechten Hand. Spiele ich jetzt bewusst mit dem kleinen Finger, weil dann haben wir die rechte Hand in dieser Lage. Wie du nachher sehen wirst, ist das perfekt aufgestellt für das, was wir spielen werden. So, also diese Töne hier jetzt für C-Dur. Und dieses Prinzip können wir nun bei jedem Akkord hier anwenden. Gehen wir zu G-Dur. Da haben wir diese drei Töne und spielen den Ton in der Mitte nun hier oben. So, dann diese drei Töne, Ton in der Mitte oben spielen. Ja. Und das ist das Prinzip. Dieses Prinzip, das kannst du bei jedem x-beliebigen Akkord anwenden. Ja. Auch bei schwarzen Tasten, das funktioniert immer so. Grundstellung, Ton in der Mitte, eine Oktave höher spielen. Bei F-Dur diese Töne. So, ich gehe die Töne nochmals durch. C-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur. Ja. Das sind jetzt natürlich erstmal die Töne, das ist noch nicht wirklich dieser Klaviertrick, aber ein erster Schritt. Und jetzt ganz wichtig, dass du diese Wechsel übst. Gerne vorausschauen in der linken Hand, die darf schon ein bisschen vorher an Ort und Stelle sein, damit es keinen Stress gibt bei den Wechseln. Und wenn du das Haltepedal schon zu bedienen weißt, dann sehr gerne mit Haltepedal, klingt einfach noch schöner. Pedal nach unten, Wechsel, Wechsel, Wechsel. So. Wenn man nun diesen Tönen ein schönes Begleitmuster hinzufügt, ein rhythmisches Muster, erhält man bereits das Intro eines ersten Welthits. Aber das ist das erste Anfang, wie du nachher sehen wirst. Da kommt noch viel mehr. Ja? Ja, das ist Someone You Loved von Luis Capaldi. Ich zeige dir hier dieses Begleitmuster auch gerne noch langsam und genauer erklärt, damit du das auch nachspielen kannst. Ist sehr schön, macht Spaß, damit zu spielen. Das geht so zusammen. Beide Hände, sozusagen nur der unterste Ton der linken Hand. Dann hoch. Und dann schaukelt es nur noch zwischen den Händen. Immer das gleiche Muster. Genau. Das ist aber wie gesagt erst der Anfang. Jetzt werden wir diesen genialen Klaviertrick weiter ausbauen, so wie es dann eben wirklich sehr oft angewendet wurde. Und so wird es noch viel spannender. Ja, spannend wird es, wenn wir mal in einem nächsten Schritt beginnen, kleine Zwischentöne zu spielen zwischen diesen Akkordtönen, diesen Haupttönen sozusagen. Und zwar in der rechten Hand. Dann ergeben sich wie kleine Melodien. Einfach auf den weißen Tasten. Ein Ton dazwischen, was grundsätzlich ein guter Start ist, ein Ton oberhalb des Zieltones oder unterhalb. Das klingt jetzt hier nicht so schön, also würde ich diese Variante wählen zum Beispiel. Ja, und jetzt bei A-Moll zum Beispiel oberhalb und direkt dazwischen zu F-Dur, zu diesem Ton A in der rechten Hand. Und so weiter. Das ist das Prinzip und damit kannst du
wirklich schon bereits kleine Melodien erfinden und improvisieren. Ja, und da habe ich dir wieder ein Beispiel dazu eines weltberühmten Hits, wo sie genau diese Technik anwenden. Und noch mehr als das werde ich dir nachher gleich erklären. Das Faded von Alan Walker, das Intro, und das Prinzip ist effektiv das, was wir jetzt angeschaut haben, aber noch mehr, das werden wir jetzt zusammen analysieren. Ja, also wir spielen in der rechten Hand, dann diesen Zwischenton und dann kommt der Ton von F, nicht da unten, sondern eine Oktave höher. Das kann man eben auch machen. Dieser Zielton von F ist dann hier oben, dann wieder Zwischenton zu C, da ist wieder unser Ton, das E, und dann geht es direkt auf den Zielton von G-Dur und dann ist wieder wie so ein Zwischenton dabei. Also was können wir daraus lernen? Wir können diese Töne anstatt hier auch mal eine Oktave höher spielen und da hin und her springen und dann wird es natürlich noch spannender. Ja, und dann habe ich dir hier jetzt auch ein neues Begleitmuster gespielt in der linken Hand, das möchte ich dir auch gerne zeigen, und eine neue Akkordfolge, sind die gleichen Töne, die wir schon hatten, einfach eine andere Abfolge. So, also wir hatten diese Abfolge, A-Moll, von den Tönen her einmal, dann F-Dur, dann C-Dur und dann G-Dur. Das ist auch eine wunderschöne Akkordfolge. Und nun habe ich in der linken Hand dieses Begleitmuster gespielt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Immer hin und her schaukeln. Und in der rechten Hand kann ich nun kleine Melodien dazu improvisieren, so wie wir es gelernt haben. Immer auf die Zieltöne hin. Und neuerdings nun auch auf die Oktave. Habe ich auch noch weitere Töne hinzugefügt und dann klingt das sofort richtig cool. Ja, noch viel beeindruckender und cooler klingt es, wenn ihr dem Ganzen einen tollen und typischen Pop-Rock-Rhythmus geben, wie zum Beispiel in folgendem Welthit. The heart is a blue, shoots up from the stony ground. There's no room, no space to run in this town. Yeah, Beautiful Day von U2. Kann ich fast mit mir aufhören zu spielen. Diese Akkordfolge und diesen Rhythmus möchte ich dir auch gerne zeigen. Und zwar haben wir hier folgende Akkorde und folgende Töne. G-Dur, die Töne, wie wir es gelernt haben. A-Moll, die Töne, wie wir es gelernt haben. Dann C-Dur, Töne, wie wir es gelernt haben, und F-Dur, die Töne, wie wir es gelernt haben. Dann folgt ein kleiner Zwischenton bei C-Dur, zuerst C in der rechten Hand, dann E, so, und dann bei G-Dur, einzige Ausnahme, hier spielen wir das D in der rechten Hand und nicht diesen Ton hier, das ist hier ein bisschen anders. So, dann zeige ich dir hier auch den Rhythmus in zwei Versionen. Erste Version, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ja, dieser Teil, das ist nicht ganz ohne, aber dafür halt eben spannend, vor allem diese 1, 2 und auf die 4, das ist ein typischer Rhythmus auch, lohnt sich super zum Lernen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ja, danach wird es dann wieder einfacher, da haben wir immer 1, 2 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so. Und das Ganze kann man noch auch fühlen mit Achteln. Da spiele ich einfach Achtel dazwischen und zwar so ein bisschen aufgefüllt nach Gefühl. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. Ja,
Und das ist natürlich erst der Anfang. In einem weiteren YouTube-Video zeige ich dir, wie du mit wenigen einfachen Akkorden auf wunderschöne und berührende Art und Weise freispielen und improvisieren kannst. Link dazu unter anderem in der Videobeschreibung.